Es geht wieder weiter mit Let's Play Days Gone. Ich bin es OMC Morphix. Wir sind hier mal wieder in der wunderschönen Zombie-Apokalypse von Oregon und schlagen uns hier mit Banditen, Pirschern und hässlichen Getier rum. Keep the fuck away, so sieht's nämlich aus. Aber jetzt warten wir erstmal, bis der schöne Tag anbricht, denn wir haben einen schönen Bunker hier. Beim letzten Mal haben wir die nette Dame, die mit uns hier der Armee beigetreten ist, nicht ganz freiwillig damals, haben wir hier wieder gefunden. Wir haben sie befreit und wir haben ihr die Ringe hier abgenommen. Und dann haben wir noch ein Banditenlager hier ausgeräuchert. Es wird spannend in nächster Zeit, weil, so wie es aussieht, irgendwas Schreckliches hier im Lager passiert ist. Was genau, wissen wir noch nicht, aber wir werden es bald herausfinden. Du kannst es natürlich mitnehmen, Dicken, habe ich gar kein Problem mit, gell? So. Da kümmern wir uns jetzt aber dann noch nicht darum. Wir haben nämlich noch ein bisschen was davor zu tun. Wir wollen nämlich hier, so wie es aussieht, Kontakt mal wieder mit Bowser. Finden, da bei unser letzter Gespräch nicht unbedingt so gut war. Beim letzten Mal haben wir ihn ja gesagt, dass wir nicht sofort wieder hier zurück wollten ins Lager Lost Lake. Was ich jetzt eigentlich nicht verstehe. Ich würde sehr gerne ins Lager Lost Lake gehen, aber wir dürfen ja nicht vergessen, Iron Mike hat uns ja mehr oder weniger rausgeschmissen. Übrigens, da sind Banditen, die würde ich ganz gerne ignorieren. So, rauf aufs Bike und dann bitte grüßen. Und weh, da kommt es in den Hinterhalt 2 Meter weiter. Infizierte? Habe ich schon Jahre nicht mehr gesehen. So, ein einzelner Infizierter, der rumläuft, habe ich echt schon ewig nicht mehr gesehen. Ich sehe nur noch Horden. Horden oder Banditen. Aber Banditen sind mir echt viel lieber, Mann. Horden nicht so. Die sind nicht ganz so geil. Naja, kümmern wir uns irgendwann anders drum. Wir setzen nämlich jetzt unser Ziel, erstmal hier mit Bowser in Kontakt aufzutreten. Wir könnten, warte mal, hier ist ein Wegpunkt. Ja, okay, das muss ich mir jetzt nicht aber hinbohren. Ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich nicht reingekommen. Hier wäre ein infiziertes Gebiet. Da wäre vielleicht, wahrscheinlich sogar schon der letzte Nero-Außenposten. Scheiße. Scheiße. Tot. Tja, das ist, wenn man nicht gescheit aufs Gas drückt. Sehr schlecht. Ich hoffe, das hat gespeichert, das Spiel. Gute Sache. Sieht sehr gut aus. Wenn mein schöner Ring da erstmal schon mal abstürzt und sich nicht weiter dreht. Naja, komm, wir lassen uns davon nicht runterkriegen. Alles nochmal neu, oder? Nö. Alles gut. Und dasselbe wieder. Nein, scheiß drauf, laden. Laden ist besser, Mann. Mein Bike ist kaputt. 1842. Das sieht gut aus, eine Minute her. Ne, mein Bike ist kaputt und ich habe noch sehr wenig Leben. Ach, jetzt weiß ich, wo das ist. Diese ganzen Punkte. Da ist ja dieser riesige Tunnel und da irgendwie in der Kanalisation steht das. Ich habe keine Ahnung, wo da die Lagerorte sind. Also wo die Orte sind, damit wir hier die Viecher, die Infizierten töten. Deswegen gehen wir da jetzt einfach nicht hin. Ihr wisst doch, damals so ewig lang rumgequält und hier die Nester gesucht. Die, glaube ich, habe ich dann ausgenommen und mal erledigt. Gehen wir hier den langweiligen Weg. Langweilig, aber immer einen funktionierenden Weg. So, Licht an. Licht an. Das Licht war an. So. Ich will es auch gar nicht wissen, Mann. Das ist mir wurscht. Also die anderen, die werden wir definitiv irgendwann mal erledigen, weil da ist ja ein Nero-Punkt, aber pff, die sind mir echt wurscht. Wir haben ja wirklich bis jetzt eigentlich, also so optional ist immer wirklich ziemlich gut. Also wenn man jetzt die Horden nicht beachtet und halt die Aussicht, also die Anschaupunkte, die halt... Oh, wild. Sehr schön. Dein Hirsch läuft vorbei. Bäm. Ich werde schlau, auch ohne Verkehr. Hallöle Pöle. Das gefällt mir aber, Mann. Dass hier immer noch so ein bisschen so wie das Wild rumstreift. Und dass das halt auch wirklich von den Freakern gejagt wird. Weil, ich sage ja, das ist das, was mich in Open World, also in Open World Spiel so nervt, wenn so verschiedene Fraktionen das gibt. Warte, jetzt muss ich mal glatt schauen. Also nur, ob ich da hin kann. Aber wenn ich da schon wieder Raben sehe. Nee.
Nee. Ach doch, jetzt weiß ich, natürlich können wir da hin, aber da konnte ich nicht hin, weil, ich keine Mollys hatte. Jetzt haben wir genügend Mollys, jetzt könnten wir es wieder machen. So, das war eh ein Hinterhaltslager, was wir schon mal geklärt haben. Hätte ich mir eigentlich direkt hinwarpen können. Egal. So, funken wir mal Bowser an. Wie gesagt, unser letztes Gespräch war nicht ganz so schön, aber ganz ehrlich, Bowser, ich hab dich doch doll lieb, Mann. Dich und 50% deiner Arme. Und irgendwann werden wir schon wieder zurückgehen. Aber ich denke, es wird irgendwann mal echt so ausarten, dass Lost Lake hier und also alle Camps hier im Süden irgendwann mal angegriffen wird von der Armee. Wahrscheinlich an, was die hier aufgebaut haben. Es deutet irgendwann mal alles auf Krieg, nicht nur gegen die Infizierten, sondern auch gegen die anderen Menschen an. Bowsy, Bowsy, wie sieht's aus? Ich hoffe, das ist hoch genug. Bowser, hier ist Deacon, kommen. Lost Lake Camp, irgendjemand da? Deke, bist du das? Ich kann dich kaum hören, die Verbindung ist schlecht. Wo bist du? Crater Lake, ob du es glaubst oder nicht. Schön, dich mal wieder zu hören, Bruder. Ich dachte, dass du vielleicht schon auf dem Rückweg bist. Nein, Bowser, noch nicht. Das ist ziemlich kompliziert. Hör zu, ich wollte eigentlich nur mal hören, wie es so läuft bei dir. Gut, Dick, alles bestens. Du errätst nie, wen der alte Mann zum Sicherheitschef ernannt hat. Was, dich? Ja, ganz genau. Hat wohl gedacht, dass ich mit nur einem Arm auch nur halb so viele Probleme mache. Okay, ja, wie gesagt, ich wollte nur mal hören. Schön von dir zu hören, Bruder. Ja, mein Freund. Ich wollte mich nur melden. Aber mag vertrauen. Das ist kein Leben. Oh, ich mag das nicht, wenn Quests abgeschlossen sind, aber wir haben jetzt letztens Rickys Quest auch abgeschlossen, wenn ich mich nicht ganz irre. Das ist kein Leben. Genau, Suche nach Nero. Oh, das heißt, O'Brien wird ja nochmal kommen. Das mit den Rippern. Okay, da werden wir noch zwei, drei Ripper-Lager haben. Jemand, den ich mal kannte. Genau. Das finde ich jetzt schade. Das heißt, wir haben Rickys Quest schon abgeschlossen. So. Jetzt gehen wir noch schnell dahin. Schutz für die Schwachen, weil das einfach schön auf dem Weg liegt. Vielleicht sollen wir uns im infizierten Gebiet noch widmen. Ich weiß, ich habe ja gesagt, dass wir das immer so besser ausgemachen, aber wenn es einfach so schön auf dem Weg liegt. Und dann geht's wieder zurück ins Lager. Vielleicht auch, dass wir bis jetzt noch nicht tanken mussten. Sehr gut. Ich muss es auch nicht unbedingt haben. Wenn wir jetzt in Just Cause wären, wäre ich einfach runtergesprungen, ganz entspannt und relaxed. Und wäre dann mit meinem Paraglider hingegleitet. So machen das die Coolen nämlich. Aber hey, wer muss schon cool sein, wenn er Slow Motion hat. So. Meins. Kerosin. Kerosin. Wieso kenne ich diesen Ort nicht? Das ist ja mein neuer Lieblingsort, Mann. Wenn ich jetzt noch irgendwo Benzin legen würde, weil nachfüllen ist nicht... Das ist ja mein Traumcamp, Mann. Ich glaube, irgendwann Sarah, ich, Bowser, tun wir uns ja gemütlich machen, ne? Wo ist mein Bike? Da oben. Ich hätte mir aber ehrlich gesagt gewünscht, also, dass man diese Lager irgendwie ausarbeiten kann. Also, dass ich jetzt sage, okay, ich habe das Lager erobert und es sieht mir nicht nur Schnelltreffpunkt, sondern irgendwie so als Verteidigungsort. Also, dass ich jetzt diese Punkte habe und von dort aus, weiß ich nicht, die befestigen kann oder so. Also, ich glaube ganz ernsthaft, aus das, was Days Gone werden sollte und das, was jetzt am Ende rausgekommen ist, glaube ich, wurde einiges an Gameplay... Alter, wieso ist hier so niebig? Wieso nur für 2-3 Sekunden? Ein Scharfschütze, verdammt. Na toll. Genau. Geht aber bloß nicht auf den Scharfschützen, geht nur auf mich, gell? Es hat mal geklappt mit den Headshots mit der Pistole. So gut. So, naja, war jetzt nicht so schlecht. Wie gesagt, also ich habe das Gefühl, wenn ich mir so das Ursprüngliche, was Days Gone mal werden wollte und was es dann am Ende geworden ist, glaube ich, wurde einiges rausgeschnitten. Zum Beispiel, ich denke, man wollte viel mehr das ausarbeiten. Verzeiht,
wie das mit dem Camp funktioniert. Wir haben jetzt hier wirklich eigentlich ein sehr rudimentäres Camp-System. Es besteht im Endeffekt daraus, ich krieg für alle Aufträge und muss sie eben erfüllen und fertig. Alter, schau ich an. Ja, da wo die eine Million Krähen ist und da soll ich hin, oder was? Nö, 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 nö. Es hätte wahrscheinlich so laufen sollen, dass man sich halt wirklich, also wie ich es auch mir gewünscht hätte. Und der scheiß Scharfschütze. Ist jetzt weg? Habe ich den jetzt getötet? Aha. Aha. Schaust mich nicht mal an. Eigentlich schaust du mich an. Okay. Wie sieht's aus? Möchtest du mit mir kämpfen? Wer ist das? Kann ich den looten? Looten wir den mal. Na gut. Das ist für die Kackwölfe. Gefällt dir das, Arschloch? Du wirst heute niemandem mehr auflauern. So sieht's nämlich aus, Mann. Der hat keine Lust mehr gehabt. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Naja, wie gesagt, also ich denke, man wollte das Spiel so machen, dass man wirklich hier die Wahl hat zwischen den einzelnen Camps und dass man sich hier aussuchen kann, für wen man arbeitet, wie man genau arbeitet. Das merkt man an mehreren Momenten. Punkt Nummer 1 ist natürlich ganz am Anfang, wo man die Wahl hatte, das Drogenpaket abzuliefern. Weil ich glaube, das hätte... Oh scheiße, stimmt. Ich muss die letzten Nester noch ausräuchern. Die letzten? Alle. Verdammt, wann sind das viele. Scheiß drauf, mach mal eins kaputt und fahr weiter. Das ist mir nur wurscht. Servus, Friendos. Servus, Friendos. Eins haben wir kaputt gemacht. Genau. Yeah. Oh oh. Warte. So. Wir machen ja immer die Krähen. Machen mir immer viel mehr Sorgen als die normalen Infizierten inzwischen. Weil, ganz ernsthaft, sie machen nicht unbedingt mehr. Man denkt, das sind so Krähen und man denkt, okay, die werden nicht so viel Schaden machen. Nö. Machen eigentlich fast genauso Schaden wie normale Infizierte. Oder so sind sie schneller. Können eigentlich fast nicht getroffen werden. Geile Gegner. Ach, das ist dieser verdammte... Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nur, das sind Infizierte und die würde ich gerne alle ausrechnen. So, ich überlege gerade, wo ich bin. Wo ist das? Scheiß Nest. Das ist hier irgendwo. Komm. Das ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Das ist so nervig, Mann. Das ist so nervig, Mann. Dass wenn ich hier, danke. Okay. Schau an, wie kacke das ist, Mann. Ich muss hier jedes einzelne Nest so kaputt machen. Anstatt dass durch einen Molly alle kaputt gehen, durch jeden einzelnen muss man abwerfen. Okay, jetzt habe ich mal zwei mit einem Ding zerstört. Krähen sind aber immer noch da. Sehr schön. Okay, da oben ist sicher eins. Und hier unten sind sicher welche. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Oha. Da sind wir richtig. Da sind wir richtig. Ich höre irgendwas Großes. Ich höre irgendwas ganz Großes. Ich möchte nicht wissen, was ich Großes höre. Alter Walter, habt ihr das gehört? Ich glaube, das war wieder einer von den ganz Dicken. Ja, genau, Mann. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal ganz entspannt auf Abstand. Gehen erstmal zu unserem Bike. Ich habe gerade Schritte gehört.
Ich will es ja nicht so Call of Duty-mäßig sagen, ich höre Schritte, Mann. Aber ich habe Schritte gehört. Was ist der Bahnpenner? So. Ich würde es doch gerne hier die Dinger alle kaputt machen, weil dann hätte ich einen schönen Schnellreisepunkt. Hier noch in der Mitte der Map, das wäre ganz cool. Und wir haben aktuell genug Ausrüstung, damit wir auch alles anzünden können. Ich muss mir nicht unbedingt den Rückweg hier sichern, deswegen muss ich die jetzt wegstarfen. So, eigentlich sind es nur noch die oben, oder? Zwischen immer einen Schlag, Mann, das ist voll nice. Verdammt, Mann. Nein, nimm doch nicht den Schmarrn. Ich kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Noch ein Nest. Theoretisch könnte das das Ende der Kriegen gewesen sein. Aber leider immer nur theoretisch. Hui. Okay. Ich weiß, ich brauche das immer sehr lang. Aber ich mache das auch immer sehr langsam. Aber ganz ernsthaft, ist der ressourcenschonendste Weg. Und das ist ein Polizeiauto. Aktuell mache ich mir... Das ist irgendwie ein schwerer Infizierter. Das sah gerade irgendwie schwerer aus als die normalen. So. Auch keine größere Bedrohung als sonst. War's das? Wollen noch ein paar? Hab ich jetzt... Alter, was? Ah, geil, sind immer noch zwei Camps. Und, mein Weg, mein Gehweg wird langsam ein bisschen weit. Aber okay, mal sind die Krähen schon mal weg. Das heißt, das Schlimmste ist eigentlich schon mal geschafft. Warte mal, das mache ich anders. Das mache ich ganz anders. Das mache ich jetzt ganz relaxed und entspannt. Ihr wisst, wie ich das mache. Ich fahre jetzt mit meinem Bike hin. Molly 1, zack. Molly 2, zack. So, erstmal Motorhaube aufmachen. Ich glaube, ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich... oh, ich kann mir Shot aufnehmen. Seht ihr das? Sehr schön. Ich glaube, ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich ein Auto aufgeknackt habe. Und nicht davor erst vorne das ausgemacht habt. Nie wieder. Nie wieder, liebe Leute. So. Seltene Ressource. Nestrückstände. Ich weiß gar nicht, für was das gut ist, aber wird schon schön sein. Ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr verbabbeln hier, ein bisschen den Part, aber das ist schon in Ordnung. Ein bisschen noch labern, was ich jetzt hier gemeint habe. Also, wie gesagt, Days Gone hat für mich immer das große Problem, dass es halt immer ein bisschen nicht weiß, wo es hingeht. Und das merkt man, ich finde, besonders halt gut, wenn man sich hier den Punkt mit der Open World anschaut. Weil die Open World ist ja eigentlich geil, aber sie ist halt nicht gut gefüllt. Und ich glaube, es hätte da so ein richtig großes Karma-System geben sollen, wo man dann die unterschiedlichen Lager, Fraktionen, wie auch immer, sich anschließen kann. Aufgaben wirklich nur spezifisch ausschalten kann. Weil es sind ja immer so Teile übrig davon, wie das hätte aussehen sollen. Das merkt man zum Beispiel an dem Punkt eben, dass, ja, das ist das eine Nest und das ist das andere Nest. Ich muss die nur beide erstmal auskundschaften. Müsste gleich um die Ecke sein. So. Merkt man halt zum Beispiel, dass ich halt immer noch, Überlebende, wenn ich sie finde, obwohl inzwischen kommen eh so wenige. Noch ein Nest. Mal los. So, wartet. Da und dann weglaufen. Wir müssen schauen, wo es ist. Und dann schmeißen wir oben Molly, dann laufen wir runter und dann schmeißen wir hier das, den Molly rein. Okay, da ist es. So. Naja, also wie gesagt, dass man sieht ja, dass man Überlebende immer in die einzelnen Lager schieben kann, aber eigentlich ist es ja komplett unwichtig, weil man kriegt in den Lagern einfach, wo man viele Story-Aufträge hat und das ist halt einfach Lost Lake und hier jetzt Wizard Island oder wie das immer heißt, kriegt man ja viel leichter die Punkte zusammen als in denen, wo man eben nur kurzzeitig drin ist. Wie Copelands, okay, da haben wir jetzt Stufe 2, aber auch nur, weil wir es von Anfang an des Spiels schon hatten.
Ich glaube, die sind nicht so glücklich. So. Ich hoffe, irgendwo fährt uns ein Zug entgegen. Das wäre verdammt cool. So. Ha! Goodbye, Penner. Und jetzt zur Tankstelle, zum Auftrag runter. Und dann haben wir wirklich hier genug Bonuskram wieder gemacht. Weil damit haben wir jetzt erstmal ein Mist zerstört. Und bam, Cascade Lake, Bahnsteig infiziertes Gebiet. Damit haben wir 85% und es wird höchstens noch eins oder zwei von den Gebieten geben. Und dann war's das. Dann werden wir nie wieder Freaker-Gebiete hier und uns um Freaker-Gebiete kümmern müssen. So, gehen wir da lang. Ich glaube, das geht schneller. Das ist so ein Punkt, Mann. Schau ich an, da gibt's ewig lang teilweise keine Tankstellen und hier sind die Tankstellen eigentlich fast beieinander. Sinnvoll. Hier habe ich fast gar nicht gesehen. Aua. Uha. Das Arschloch. Das MG, oh, habt ihr gesehen, wie das durchschießt, Mann? Da hinten ist noch einer. Scheiße nochmal! Seine Mütze hält ganz schön viel aus, Mann. Okay. So, das war's, oder? Wollen noch ein paar was. Verband voll. Nö. Nehmen wir gleich den Verband. So. Darf ich ihn jetzt aufnehmen? Bitte. Dankeschön. Ich meine, ich merke schon, ich bin aktuell so ein bisschen mit Ressourcen. Das ist halt immer wie am Anfang des Spiels, wo man wirklich wegen jeder verdammten Kugel immer Angst haben muss. Man kann halt jetzt wirklich ballern. Aber das ist ja auch schön in so einem Survival-Open-World-Spiel. Ist ja auch in Fallout so, wenn ich am Anfang wirklich unterlevelt war und wirklich halt mich die Gegner am Anfang platt gemacht haben, dann will ich am Ende auch wirklich so sein, dass ich Gegner mit zwei Schwerthieben alle mache. Oder was auch immer. Oder halt mit in Fallout wäre es jetzt das Beispiel gewesen, da habe ich am Ende irgendwie so eine coole Plasma-Gun oder so irgendwo herbekommen, die alles One-Hit-Killed hat. Und so will ich das ja auch hier. Ich tue zwar sicher nichts One-Hit-Killen, weil da müsste ich erstmal treffen. Aber es läuft halt zumindest und das ist gut, Mann. Wie gesagt, ich finde es schön, dass man jetzt hier ein bisschen überpowered ist, weil, wie gesagt, am Anfang war es wirklich katastrophal. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen da hin, wo die Schüsse herkommen. Wo bist du? Ich würde mich natürlich jetzt auch nicht beschweren, wenn wir nicht dahin gehen müssen. Genau, ballert es halt noch weiter rum, lockt noch mehr Zombies an. Oh Scheiße, das ist ein ziemlich großes Camp. Sie hat sich gewehrt, weißt du? Ich mag es, wenn sie sich wehren. Wie läuft's denn so? Wir planen sicher eine neue Tour. Wirst sehen. Was gibt's? Ich muss da irgendwie reinkommen. Alter, wie viel sind denn das? Oh ja, die Sache läuft. Hä? Komm, dreh dich um. Hey, Sprengstoff. Ist jemand? Kann ich nicht einfach die Horde auf die locken? Wer war das? Soll ich jetzt hier mich echt reinsprengen? Also sowas habe ich auch noch nie erlebt, Mann. Ein gigantisches Camp. Also wirklich, das ist wirklich gigantisch. Und von allen Seiten abgerundet, Mann. Haben die schlau gemacht, Mann. Finde ich gar nicht cool. Ne, gibt's echt keinen anderen Weg, Mann. Und ich muss mir jetzt hier mit Sprengstoff einen Weg reinmachen. Danke. Damit ich auch unter keinen Umständen stealthen darf. Also nicht, dass ich noch stealthen könnte, aber... Die Hoffnung war ja da. Wäre es aber jetzt fast schlauer, ein paar noch davor zu erledigen. Cement. Nein! Go!
Weil jetzt kommen sie immer nicht raus. Genau. Weil wo ich nicht reinkomme, kommen sie nicht raus. Und wenn ich hier Edis sprengen muss, dann ist mir das ehrlich gesagt wurscht. Naja, aktuell sieht es noch ziemlich stabil aus, aber das ändern wir jetzt einfach mal. Ups. Da hinten schaue ich gerade hin. Den stört's nicht, okay. Schade. Vier Schüsse. Genau, lauf auf den Max. Nicht auf die 50 anderen Leute, nur auf den Max. Genau. Der ist immer noch hinter mir. Schlimm ist, da hinten ist noch einer. Das ist echt geil, Mann. Das sind zwei von den Fettsäcken. Ach, Leute, Mann. Ich habe keine Lust mehr. Das ist so schlimm, Mann. Und wenn ich jetzt hier auf den einen gehe, geht der andere auch noch auf mich. Ich könnte schauen, dass ich beide irgendwie in das Lager locke, aber ob das klappt, ich weiß nicht. Aber, Mann, jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Days Gone. Bis dann, haut rein und wir sehen. Ciao.